بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. So dann, liebe Zuschauer von nah und fern, ich beginne im Namen Gottes, durch Gottes Namen, des Allerbarmenden, des besonders Erbarmenden. Das Lob gehört Gott, dem Herrn der Welten, und der Segen und der Frieden seien über dem hochgelobten Mohammed und seiner reinen und auserwählten Familie. So dann. In der letzten Folge habe ich versucht, kurz und knapp über die Lichtlehre oder eine ganz kurze, knappe Einführung zur Lichtlehre zu machen, die sowohl im Koran als auch in den Überlieferungen und besonders in den Überlieferungen von den Imamen aus dem Hause des Propheten sallallahu alaihi wa alihi zur Sprache kommt. Gott segne ihn und seine Familie. Sinn und Zweck war es nicht, die Lichtlehre bekannt zu machen und eingehend zu erläutern, sondern ihren instrumentalen Nutzen und ihre instrumentale Notwendigkeit darzustellen bei dem Versuch, die Rolle der Propheten, wie sie im Koran und in der Überlieferung dargelegt ist, besser zu verstehen und mehr aus dieser Rolle zu profitieren, weil wir auf diese Weise ganz sicher eine andere Beziehung zu diesen maßgeblichen Vorbildern im Leben gewinnen, wenn wir ihre tatsächliche, wirkliche Größe ein Stück mehr ermessen können, wenngleich wir nicht imstande sein werden, die wahre Größe dieser Menschen zu ermessen. So wie wir vielleicht auch nicht imstande sind, die wahre Größe des Universums zu ermessen, die wahre Größe anderer Dinge zu ermessen, derer wir uns bewusst sind und auch der Tatsache, dass sie gewaltig sind und groß sind, und doch können wir nicht wirklich eine Vorstellung von der Größe gewisser Dinge haben. Und Gott ist größer als jede Vorstellung. Und Gott ist größer, als dass man seine Größe jemals irgendwie in irgendeiner Weise beschreiben kann oder könnte. Diese Folge soll das Imamat einleiten. Die Thematik des Imamats eröffnen, das heißt der Führung und der Imame, so wie sie im heiligen Koran, in dieser heiligen Lektion behandelt werden. Und natürlich auch an dieser Stelle soll in Erinnerung, oder sollten wir nicht vergessen, dass diese Anzahl von Folgen, die wir hier auf den Schirm bringen, wirklich nur wenige, nicht einmal alle oder wenige bedeutsame Grundlagen der Glaubensüberzeugung behandeln können und nicht alle Aspekte dieser Thematik beleuchten können. Einen solchen Anspruch können wir nicht erheben. Der erste Abschnitt dieser Thematik hier, oder der neuen Thematik, die wir hier mit einleiten wollen, das Imamat, behandelt das Imamat und die Imame im Heiligen Koran. Der zweite Teil dieser Folgen behandelt das Imamat und den Imam in der Sunna, in der Überlieferung, die von den Ma'sumin, den Bewahrten und den heiligen Aposteln des Propheten sallallahu alaihi wa alihi bewahrt wurden und die im Anschluss daran in der Historie der Religion von fleißigen, bemühten Sammlern des Wissens für die Nachwelt erhalten wurden. Und der dritte Teil befasst sich mit unserer Verantwortung gegenüber eben den Imamen, gegenüber den Führern, deren Qualität in dieser Thematik erörtert werden soll. Wozu Führer nach dem Propheten? Die erste Frage, die sich aufdrängt, ist: Warum benötigen wir im Leben Führung? Und hat uns die Führung in der Vergangenheit unserer Geschichte nicht oft auch aufs Glatteis geführt oder nicht eigentlich fast immer aufs Glatteis geführt? Sind wir dadurch, dass andere uns geführt haben, nicht immer wieder aufs Neue
verführt wurden. Und hat eben nicht der Begriff Verführung viel mit diesem Begriff zu tun? Ja. Trotzdem müssen wir uns dieser Frage stellen, weil wir uns ebenso bewusst sind, dass wir ohne Führung anderer Menschen, sei es im kleinen oder großen Rahmen, auch auf uns allein gestellt werden. Dass wir ohne, und dass wir ohne eine, ohne dass andere uns führten im Leben, uns begleiteten, uns vorbildlich oder Vorbild für uns gewesen wären, ebenso verloren wären, wie wenn wir die Imitation, die wir seit unserer Geburt betreiben, indem wir uns an anderen Dingen im Leben orientieren und von anderem Nützliches für unser Leben abschauen, dass wir in der eben derselben Weise verloren wären, würden wir die Notwendigkeit dieses Teils der Struktur, die wir Menschen entwickeln, der Kulturen also, verleugnen. Für uns Muslime stellt sich die Frage natürlich vor allem deshalb, weil wir mit Beendigung der Offenbarung und Beendigung der Reihe der Propheten vor der Frage stehen, wozu brauchen wir religiöse Führung, wenn der Koran in der Offenbarung abgeschlossen ist, Gott seinen Willen vollständig verkündet hat, der Prophet seinen Willen verkündet hat, wozu brauchen wir eine solche religiöse Führung, eine solche religiöse Mitte in unserem Leben? Die Antworten sind umfangreich oder die Antworten auf diese Frage sind zahlreich und vielfältig. Und bei genauerem Hinsehen ist das Wort oder der Begriff des Imamats für den Koran kein Fremdwort. Bereits Abraham wird als Imam bezeichnet und der Koran spricht von Imam und auch davon, dass andere Propheten vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ebenso wie dieser, ein Führer für die Menschen ist. Nicht nur das, der Begriff dem Koran nicht fremd ist. Beispielsweise, wenn wir eine Stelle im Koran aufschlagen, wie in der Sura Yasin, wo gesagt wird, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, dass wir alles Zählbare, dass wir alles nur Mögliche, jede Sache in einem deutlichen Imam bewahren, was immer dieser Imam darstellen soll, ungeachtet der Kommentare zu dieser Stelle jetzt, ist die Begrifflichkeit des Imams und des Imamats für den Koran, wie man an dieser Stelle der Sura Yasin sieht, kein Fremdwort, nichts Ungewöhnliches. Also durchaus eine Sache, mit der wir uns als Muslime, Menschen, die an den Koran glauben, von vornherein näher beschäftigen dürfen oder müssen. Die Beweise sind niemandem unbekannt geblieben. Das Problem ist in diesem Zusammenhang nicht der Mangel an Beweisen, sondern der Mangel an Aufmerksamkeit. Der Tatsache, dass jeder seine eigene besondere Brille beim Lesen des Korans trägt, dass wir mit unseren Voreingenommenheiten, Vorurteilen an unsere Quellen und unsere Historie gehen, das ist der eigentliche Grund dafür, dass es vielen Muslimen in der Welt und vielen von uns Muslimen in der Welt an nötiger Aufmerksamkeit für diese oder andere Thematik mangelt. Und nicht etwa, dass es nicht genug Gründe gäbe, auf diese Wirklichkeit oder jene Wirklichkeit aufmerksam zu werden. Denn in Wahrheit ist die Antwort darauf, warum wir nach dem Koran und nach Beendung der Reihe der Propheten dann überhaupt noch ein Bedürfnis an einem solchen Führer oder Imam haben. Die Antwort, dieselbe Antwort wie auf die Frage, warum wir ein Bedürfnis an einer heiligen Schrift hätten, haben sollen oder einen Bedarf an einem Propheten haben sollen, der diese heilige Schrift übermittelt. So hatten die Menschen zur Zeit des Propheten bereits die Frage gestellt, warum ihnen diese Offenbarung des göttlichen Willens nicht kundgetan wurde, warum sie nicht diese Botschaft erhalten haben und warum ein armer, wenig betuchter Mann aus ihrer Mitte, weniger einflussreich als sie in ihrer Mitte, diese Aufgabe bekommen hat.
Und auch hier war die Antwort dieselbe, die wir im Hinblick auf die Nachfolge des Propheten bekommen werden, dass Gott besser als jeder andere weiß, wen er mit seinen Pflichten, mit seiner Sache, wen er mit seiner Sache beauftragt und wen er mit seiner Sache belasten möchte. Wo er seine Botschaft niederlegt, wo er seine Botschaft aufbewahrt. Und dass niemand von den Geschöpfen Gottes Gott in dieser Sache Vorschriften oder machen kann oder Bedingungen stellen kann. Tatsächlich sind diese Antworten, also zu denen wir gelangen wollen in den nächsten Folgen, für niemanden fremd. Und ganz egal, in welchen und ob wir den Koran durch eine besondere Konfession oder durch alle Konfessionen der Muslime lesen und kennenlernen oder auch die Überlieferungen des Propheten aus der einen oder anderen Quelle entnehmen, werden wir um diese deutlichen Beweise nicht umhinkommen. Alles, was uns fehlt und alles, woran es uns mangelt, ist im Endeffekt die nötige Aufmerksamkeit und das nötige Interesse unsererseits. Über die notwendige, die pädagogische, oder wir können sagen, dass die Notwendigkeit, ich will es so ausdrücken, die Notwendigkeit oder der Bedarf des Menschen an einer an Führung ist ein vielschichtiger Bedarf. Wir haben gesellschaftliche Bedürfnisse, die oder ein gesellschaftliches Bedürfnis in dieser Hinsicht geführt zu werden. Wir haben ein sozialpolitisches Bedürfnis in dieser Hinsicht, uns zu organisieren, zu strukturieren und dann schließlich eben auch geführt zu werden. Und wir haben ein religiöses Bedürfnis, in religiösen Fragen geführt zu werden, ein spirituelles Bedürfnis, ein ethisches Bedürfnis und viele Bedürfnisse mehr. Im Grunde ist die Frage nach der Führung eine Frage, die sich auf alle menschlichen Bedürfnisse ausdehnt. Und davon wollen wir in den nächsten Folgen mehr erfahren. In diesem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.